Brent! God damn it, Brent! Hello? I guess I'm lucky to be alive. Die Brücke ist eingestürzt. Ich muss einen anderen Weg zu Brents Wohnhaus finden. Die Frage ist bloß, in welche Richtung? Wahrscheinlich da lang. Das wäre natürlich erstmal die falsche Richtung. So war das da oben die ganze Zeit eigentlich bloß eine Finte und wir hätten sie gar nicht unbedingt erschießen müssen und war Munitionsverschwendung. Deshalb kamen sie auch nicht zu uns rüber. Ziemlich smart. Geht's. Das war natürlich mies. Einfach schöne Munitionsverschwendung da einbauen. Sind möglichst viel Munition verballen. Ist das fies, glaube ich, dead. Aber lieber einmal zu viel drauf schießen als zu wenig. Nee. Doch, sie sind tot. Da kann man doch hoch. Kann man doch bestimmt hoch. Ah, look at that. Brauche ich zwar alles gar nicht. Und wie komme ich jetzt hier raus? Ah. Okay. Okay, man kann speichern. Nehme ich gerne an. Na. Was soll ich das Zeug? Ich speichere nochmal, warte kurz. Und noch ein Brief. Der Mauerbau. Tonaufnahmen eines Bauarbeiters. Heute kam Rosendahl höchstpersönlich auf die Baustelle am Westtor. Was für ein ehrenwürdiger Mann. Er hat uns allen die Hand geschüttelt, unsere Werkzeuge und Instrumente überprüft und jeden gesetzten Stein genau angeschaut. Ich glaube, so eine Mauer hat noch keiner gesehen. Die Präzision der Baupläne und die architektonische Qualität ist unerreicht. Rosendahl übertrifft
das, was man über ihn hört. Die Mauer ist jetzt 30 Meter hoch. 10 Meter fehlen noch. Ich sehe keine Möglichkeit für Atlas, in die Stadt einzudringen. Ich hoffe zuerst zumindest. Okay. Ein Schlüssel. Wenn ich fast übersehen hätte. Weißt du was, ich speichere nochmal, weil ich die Maschine da abgeschossen habe. So. Müssen wir das nicht machen, falls wir sterben. Kann man die schubsen? Schade. Es gibt zwei Kontrollräume, die muss... In die muss, um den Fahrstuhl zu laufen zu kriegen. In die ich muss, um den Fahrstuhl zum Laufen zu kriegen. So. Die Dinge sehen mir ein bisschen aus wie. Oh. Wie, wie Spinnen manchmal. Munition. Das gefällt mir alles gar nicht. So, wann gefällt es mir schon mal, aber... Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Okay, hier geht's nicht lang. Ich glaube, ich erwarte auch vielleicht gerade ein bisschen zu viel. Könnte sein, möglich. Okay. Ich weiß nicht, was wir hier tun. Oh Gott. Von wo kamen die jetzt wieder? Von wo kommen die alle? Shit. Ich habe nur noch einen Schuss. Ich soll die... mich. Oh. Oh Gott. Da kommen noch viele mehr. Wir werden hier sterben. Ich bin fast dead. Oh, ich habe vielleicht ein HP. Thank you.
es gerade schlimm. Weg. Vor allem, wenn nachher noch mehr von denen kommen, wenn wir die andere aktivieren, dann wäre es doof. Haben wir keine Schuss mehr? Munition voll. Ich glaube, da kommen da irgendwie unendlich. Ich bin gleich munitionslos. Oh Gott. No! Nicht das Vieh! Ich hab keine Munition mehr! Ich glaube, das ist nicht so gedacht, wie ich das hier mache. Ich glaube, wir müssten uns eigentlich bewegen und darüber gehen und dann irgendwie abhauen. Weil ich bin gleich dead. Dann muss man sich hier durchschleichen vielleicht. Ist das doof? Ja. Run, Forest, run! Oh, das war's. Ja, schön. Gut, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wir schauen das beim nächsten Mal an. Ich mache hier kurz meine Aufnahmepause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Industria. Haut rein und bis dann.
Tschüss.